Hi Leute, willkommen zurück. Hallo, lieber Michael, war's, oder? Genau. Ja, genau. Genau, sehr schön. Ja, Crusader Ja, Kings. hier sind wir. Ja. Schön. Oh, es ist so schön. Wir machen weiter und der Michi ist im Krieg, während ich hier einfach nur rumchill auf meinem fetten Königsarsch. Aber ich bin kerngesund, das heißt noch keine Hämorrhoiden, also kann ich noch ein bisschen weitersitzen. Ja, Michi, was machst denn du Schönes? Ja, Wen metzelst du denn dann nieder? also ich führe gerade Krieg, ne? Naja, wir Aber sehen's. halt nicht, weil ich wollte, weil das wollte ich ja nicht, sondern weil ich irgendwo ein schwindliges Bündnis gemacht habe. Statt Ja, mit und mir. der, genau, und der hat sich dann gedacht, ey, Krieg. Ich so, na gut. Und hier sind wir jetzt. Das ist die beste Zusammenfassung einer letzten Folge, die wir jemals gemacht haben. Ja. Okay, ja, wir schauen jetzt einfach mal, wie es bei Michi so läuft und ich werde ich werde in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen ausbauen, denke ich. Versucht er wegzulaufen. Idiot! Ich baue Das doch war von nicht Anfang aus. an mein Plan. Boah, ich kann erst in 2 Jahren wieder auf die Jagd gehen. Ich bin steh voll in der Kreide, weil kein Geld Krieg. habe, als der mich da hinzugeholt hat. Ja. Oh nein, mein Ritter Tippald wurde erschlagen. Nicht Tipp halt. Nein, das war, glaube ich, der nur so einen Viererwert hatte. Aha. Frag nicht. Du, es gibt bei den Höflingern gibt es die Aufgabe Erzjägermeister. Ja. Da bist du dann trunken bald. Na, das Interessante ist, Auswirkung auf Erzjägermeister ist +1 Kampfgeschick und der kriegt 0,5 Prestige pro Monat. Okay, das ist Das doch eh gut. heißt, ja, theoretisch könntest du doch da den Erben einsetzen, einfach nur um seine Prestige zu leveln, bis der dann übernimmt, oder? Das wäre, denke ich, durchaus eine Möglichkeit, ja. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass du die Werte von denen gleich übernimmst, aber ich glaube eigentlich schon. Normalerweise schon. Wenn ich auf den Spielerben gehe. Ah, sehe ich schon Prestige 200 und eben, Okay, es ändert. Ja? es ist 100%, kann er den Krieg beenden? Das macht ihm so Ja. Spaß. Danke, ja, jetzt hat er es gemacht. Ja, da ist die KI teilweise so langsam. Boah. Die aus Island schaut auch nicht mehr so gesund aus. Also Liebesbläschen. Inzestuös, okay. Süß. Hat es bald hinter sich? Ich glaube, 60 ist sie. Jesus. Hat sie die Liebesbläschen von ihrem Bruder, oder? Ach, die Öfdynastie ist weithin bekannt. Danke. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt sterbe, ne? Wäre ich sehr traurig. Ja, Aber ich würde was dir wahrscheinlich mit wem aber. anderen Crusader Kings weiterspielen, weil es wäre ja in deinem Wunsch, nehme ich mal Nein, absolut nicht. Ich möchte, dass du dann nie wieder den PC anfasst. Aber die Frage ist. Es steht dann so im Testament. Ich mache dir nichts. Hör auf Genau damit. nichts. Leider. Ja? Zersplittert jetzt mein Königreich? Ich meine, ich bin König, also eigentlich muss doch alles so bleiben, oder bin ich jetzt ganz blöd? Beim König bleibt eigentlich alles gleich, außer du hättest zwei Schon. Königtümer. König Thümsis. Tumsis. Nein, habe ich ja nicht. Ich habe Genau, nur einen dann ist König wurscht. Thumsi. Okay. Ja. Also ich kann einfach getrost ins Gras beißen. Ja, also du bist schon recht alt, gell? Ich bin 59. Und ein Trunkenbold. Und liederlich. Und vernarbt. Wobei vernarbt ein wirklich guter negativer Bonus ist. Ja, ich sollte mir auch ein paar Narben hinzufügen. Gesunder Körper. Ach, Leichtsinnig, der ist nur schlau. unbedacht. Aber einen guten Verwaltungswert. Und Genie ist er. Dein Sohnemann? Deiner. Einer, ja. Ja, die sind alle auf Verwaltung getrimmt. Ich will ja Geld. Ja. Geld, Geld, Ich Geld, habe schon Geld. überlegt, wenn wir nochmal so einen Spielstand machen würden, dass ich vielleicht versuchen würde, zu einer Kriegerfamilie zu machen. Das heißt, alle auf Kampfgeschick und alle sind immer in den Schlachten. Dann sterben halt die ganze Zeit Leute und du hast ständig irgendwelche neuen Charaktere als Herrscher, aber irgendwie wäre das witzig. So gesagt, eine Erzjägermeister einstellen, gell? Ja, das ist. Ja, aber du kannst jetzt, glaube ich. Also, der müsste halt Ist. 18 sein. 16 geht schon theoretisch. Darum geht's. Achso, dann nehme ich gleich mein Kindeskind, dann nehme ich Perdu. Aber. Map, öff. Wenn ich ihn finde. So. Kann ich nicht. Prinz Pidi, Map, Perdu. Ja, gut. Oh, monatliche Prestige +2% pro Ritter. Das ist schon mal gut. Brauche mehr Schlecht. Ritter. Ah, ich habe 12.
Genau. Was ist mit meiner Gemeinde korrumpiert? Ich wollte Höflinge verheiraten. Unverheiratet und fruchtbar. So mag ich sie am liebsten. Unverheiratet und fruchtbar? Ja, wo kann ich das einstellen, fruchtbar? Geht doch irgendwie, oder? Der Libido muss oben sein. Gesundheitsstatus. Gesund, nicht gesund. Inspiration, nicht inspiriert. Shelby, nicht Shelby. Was? Okay. Sorry of my life. Inspiriert, nicht inspiriert. Wieso? Okay, ich kann fruchtbar nicht einstellen. Wurscht. Da haben wir Champion, Champion, Champion. Höfling, Höfling, Höfling. Muss ich schauen, ob es da irgendwelche mit guten Werten gibt, dass ich die verheiraten kann. Da mein Cousin zum Beispiel, der ist intelligent und hat super Werte. Der braucht ein gutes Weibchen. Warum war ich auf einmal Minus? Die ist gut. Was ist jetzt hier passiert? Yves Carling, eine Französin. Blau und intelligent, das ist schon mal gut. So, mein Erzbischof ist unverheiratet. Nein. Das sind echt viele unverheiratet bei mir. Da kann ich fruchtbar einstellen. Aha. So ein großes Heer, jetzt fällt es Mist auf. So. Du hast ein großes Heer? Sehr gut. Ja, 6000 Mann oder so schon, gell? 6300, ja? Voll super, dann hast du mich bald eingeholt. Pass bloß auf! Wo kann ich denn da schnell einstellen, dass die bei mir sind? Dass sie bei mir im Hof sind. Leichtsinnig. Irgendwie mit der Zeit wird schon eine ganz schöne Arbeit, so den Haushalt zu managen, gell? Ja, es geht. Da ist mein Spielerbe. Ein kühner Zupacker. Verstehst du? Profemter, so. Hab ich da eingeschnallt alles. Also die wichtigen Sachen. Ich gehe jetzt mal schauen, ob da irgendwer in der Nähe nicht verbündet ist mit dem, was du gerade im Krieg. Ah, Michi. Ja. Da ist eine einzelne Region, die man erobern könnte. Ja, die habe ich schon Anspruch drauf. Wenn du Paris meinst. Wo ist die? Moment. Bei Mercia und Gwynedd. So dazwischen reingequetscht. Ah, die? Okay, die wollte ich gerade einnehmen. Was? Na, dann bitte mal. Na, wenn du. Warte mal. So dringend habe ich, es reicht ja, wenn ich da nur so ein bisschen was unten habe. Ich sollte mich eh weiter in Frankreich ausbreiten. Ja, wie du magst. Geht das mit dir verbündet? Ja, mir ist wurscht, du bist ja nicht mit mir verbündet. Nee, eh, aber wenn ich da Armagnac in den Krieg reinziehe, dann kommst du einfach nicht zur Hilfe. Mitten in Lothringen gibt es im Sundgau eine einzelne Region, die könntest du dir holen. Bist du deppert, der ist mit denen auch verbündet? Na, es ist dort bei den Armagnacken. Dort. Ist ein Ort, da ein bisschen abgespaltet, aber das leider mit. Ah ja, der. Mit denen dazwischen verbündet. Das sind doch. Aber die sind gerade im Krieg. Oder? Na. Mit wem ist der verbündet? Mit Gascogne. Ach so, ich meinte das links daneben. Das kleine Zipfel. Links daneben. Was für kleine Zipfel links daneben? Navarra. Ach so, das da unten, ja. Das wäre, das hat nicht so starke Verbündete. Und die Verbündeten sind im Krieg nämlich gerade. Ja, ich mag es halt nicht so weit splitten, mein Reich. Ja, es ist schwierig, gell? Achso, stimmt, mit Armagnac. Das grenzt sogar an dich, gell? Guck, das Westfrankenreich verliert gerade einen Befreiungskrieg. Gegen? Gegen Anjou. Das könnte gut für dich sein. Das könnte mega für mich sein, weil dann ist der, steht der auf einmal alleine da. Ja, und wenn das zerbröckelt, hast du sicherlich irgendwelche, die alleine sind, die du einfach einnehmen könntest. Also ich meine, Anjou ist wirklich sehr groß, das ist ja gutes Drittel vom Westfrankenreich, aber ja. Wenn der dann weiter Krieg führt und alleine ist, mega. Voll cool, okay. Ja, dann wirst du dich sowieso auf unten konzentrieren, oder? Weil dann nehme ich das oben ein.
Ja, genau. Nimm du das oben ein. Ich werde dann mal unten langsam anfangen, meine Städte wieder auszubauen. Passt. Weil da bin ich ein bisschen hinterhergefallen und dann werde ich mich mal darauf konzentrieren, ein bisschen. Passt, dann gehe ich auf Krieg erklären. Warte mal, gibt es das noch? Die haben nämlich keine Verbündeten. Eieiei, Anfängerfehler. Grafschaft erobern. Eigentlich könnte ich gleich das Herzogtum erobern, oder? Ah, das kostet zu viel. Dann die Grafschaft. So. Wie viel haben die? 1000 Mann, okay. Was hat der da für eine 48er und eine 139er? Oder bist, ach, das bist du. Ja, ich hätte gerade aus. Jetzt werden schon mehr. Schreibt mich der Papst. Papst, die Boy? Ja, du magst mich, krieg ich Geld. Ja, ich würde annehmen. Wolf Wessex kann mir Lösegeld bringen, wer auch immer das ist. 300. Was? Ja, der wird gleich ausgebaut. Okay, das ist cool. Geht es mit der einen Armee, Durch. glaube ich, noch nicht drauf. Die behalte ich mir da als Backup, um reagieren zu können, falls der irgendwie woanders hingeht. 3700 Ist die Mann Frage. sollten reichen. Baue ich erstmal überall die Gebäudeslots aus oder fange ich an, meine bestehenden Gebäude mal auszubauen? Das ist immer so schwierig. Baust du auch bei Vasallen aus? Nein. Das machen sie, wenn sie genug Geld haben selber. Also nie. Na, schon hin und Ab wieder, und gell? zu. Ja, ich baue mal das Bestehende ein bisschen aus. Ja, die Hauptstadt, die muss gut befestigt sein, das ist wichtig. Ja, das denke ich mir auch gerade, dass so eine 300 bis 500er Armee oder so jetzt nicht einfach so mal was anrichten kann. Genau, deswegen da unbedingt die Festungsstufe erhöhen, ist bei mir nämlich tatsächlich ziemlich niedrig. Das muss ich mir nach dem Krieg mal anschauen jetzt. Nur auf 3. Okay. Okay, ich habe es mit der ersten Schlacht schon gewonnen. Okay, krass. Das habe ich jetzt, glaube ich, in dem Ich meine, Spielstand noch gar nicht gehabt. irgendwie zu erwarten. Es besteht ja auch nur aus einem. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Nein, ich habe ja auch unten bei mir das Gebiet südlich von dem Fluss. Das habe ich ja Ja. auch mit einem Krieg gewonnen, weil ich da seinen König sofort gefangen genommen habe. Ja, Das war ziemlich lucky. das ist echt super. So, jetzt muss ich mal kurz schauen wegen der Kontrolle, weil da gibt es ja auch diese. Was ist denn das? Der Seneschall, glaube ich, gell? Weil ich habe ihn. Boah, ich habe echt schlechte Reichskontrolle. Ja, der Seneschall macht automatisch überall ein bisschen, der ist wirklich wichtig. Wo ist denn der da? Kontrolle. Ja. So, wer könnte das? Das ist sogar. Da der Cousin von mir. Ah, das ist der, der so gute Werte hat. Den möchte ich nehmen. Kontrollzuwachs 0,2 pro Monat. Ja, viel ist nicht. Die Frömmigkeit ist auch geil. Da gibt es einen Großalmosenier. Kommt das von Almosen, das Wort? Auf jeden Fall erhöht er die monatliche Frömmigkeit von 5% auf plus 20% basierend auf seiner Eignung. Ja, das habe ich auch gerade eingestellt, meinen Das ist mächtig hier. Bischof Boy. Das bringt was. Ja, aber wenn du dann die Situation hast, dass du dann ständig Geld vom Papst kriegst dafür, Oh schon cool. je. Da, So, das ich würde. Westfrankenreich, das hat gleichzeitig einen Krieg gegen das Herzogtum von Flandern. Flandern und es geht um den Krieg, um den Anspruch auf das Königreich der Westfranken. Scheiße. Okay. Die sind tatsächlich gerade mit allem im Krieg. Bist du der Partei, das Ich Westfrankenrecht zerbröselt? bin schon gespannt, wie das bei uns mal wird. Ob wir auch solche Probleme kriegen werden irgendwann. Also, derweil bin ich froh, wenn die zersplittern, weil dann kann ich endlich anfangen, mich auszubreiten. Ja, eh, absolut. Für dich ist jetzt echt super. Weil ich bin da so beschränkt gewesen, jetzt über so viele Parts auf mein kleines Zipferl. Sag's nicht. Ja. Ja, ich kenne das. I feel you, Bro. Ja, voll, ja, na, es passiert einfach. Muss man sich eigentlich nicht drüber schämen. Das sagt man zwar immer, auf die Technik kommt es an, aber wenn wir uns ehrlich sind, es ist eine Lüge. Na, es ist manchmal einfach Glück. Was?
Dafür habe ich eine große Armee. Kleine Schniedel, große Armee. So. Ich krieg kein Geld von dem Part. Was? Alba? Ja. König von Alba möchte einen Brief wechseln mit mir. Der hat 5300 Mann. Oh, auf einmal klingt er den Krieg gegen den gegen's Königreich. Planen. Sag mal, ich möchte bei denen jetzt reinschauen. Haben die Verbündete? Nein, die kämpfen wirklich. Ach so. Okay, das ist doch bald gegessen, der Moment. Also schaffen sie es? Ja, weil ich meine, es ist zwar jetzt plus 38, aber Westfrankreich hat noch 2000 Mann. Ja. Und steht in einem Krieg gegen 7000 und im anderen Krieg nochmal gegen 7700. Asturien ruft mich gerade in den Krieg. Bei Ablehnung verliere ich 750 Ruhm. Das ist da unten, gell? Ich weiß nicht, wo Asturien ist. Ich weiß nicht, wie das ist irgendwo auf der Iberischen Halbinsel. Ich nehme halt an, aber ich helfe nicht wirklich. Jetzt ruft mich ist halt manchmal gut rüber. Also hängt davon ab, ob es schnell geht oder nicht, weil du verlierst dir Geld, während deine Armee ausgehoben ist. Ich heb sie nicht aus. Das geht auch. Armagnac hat mich jetzt auch in den Krieg gerufen. Und dann kämpfen die beide gegeneinander. Der kämpft gegen... Nein, der kämpft gegen... Cummings? Ja. 1600? 600? Ja sicher, da kann er scheißen gehen. Da gehe ich jetzt auf Ablehnen. Jetzt habe ich natürlich um einiges Prestige verloren, leider. Aber das ist ja echt nervig. Ja, das ich werde überwältigt von Anspannung. Warum werde ich auf einmal überwältigt? Oh, meine Schwester gestorben ist. Eure Bekanntschaft Eure Bekanntschaft Humbert ist verstorben. Hat deine Schwester Humbert geheißen? Niemand außer mir darf heute, das Freudenhaus besuchen. Diese Option ist verfügbar dank eurer Eigenschaft widerlich. Spitze. Das ist echt gut, weil das hat keinen negativen Wert. Ja, dann trauer halt wie ein echter Mann. Im Hurenhaus. Ja. Meine Schwester war 66. Noch ganz gern ein paar Gebäude bauen, wenn es geht. Ja, es geht wirklich. Passt. Jagdrevier. Let's go. So. Ich überlege gerade. Das sind die Verbündeten. Ich überlege gerade, ob ich trotzdem irgendwie einen kleinen Teil von der Armee runterschicke. Einfach damit ich da schneller rauskomme und ein bisschen Prestige dazu kriege. Dass ich vielleicht nur die richtigen Armeen, also das Kriegsvolk, aushebe. Das ist sicher nicht schlecht. Das werde ich machen. Ich finde es schade, dass du von deinen Kindern nicht den Lebenswandel, also den Schwerpunkt entscheiden kannst. Kannst du aber nur früh. Ja, natürlich, wo du es reinsteckst. Aber zum Beispiel habe ich immer ganz gerne ihren Schwerpunkt auf Verwaltung, aber gehen Bildung für den gesunden Körper, dass sie länger leben. Ach so, ja. Damit sie alle healthy bleiben. Ja. So, das ist jetzt 2500 Mann Kriegsvolk und das ist eigentlich keine sonderlich gute Güte, muss man sagen. Gute Güte. Schlechte Güte. Mhm. Ja, wie kriegst du die Güte nach oben? Ich habe die nie über 2 gebracht. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass man... Also ich würde jetzt, das mache ich vielleicht nach dem Krieg, dass ich das leichte Kriegsvolk auflöse und dafür halt wieder noch was Stärkeres dazu mache oder so. Ja, das leichte Kriegsvolk ist ja in dem Sinne nicht schwach. Das kontert ja seine eigene Art aus. Das ist ja kein... Das kontert das Schwere, ja, stimmt. Das ist ja kein schlechtes Kriegsvolk in dem Sinne. Ja, stimmt. Ja, im Endeffekt, die Champions musst du halt verbessern. Ja, klar, ja. Da habe ich... Boah, okay, die Champions, die ich da drin habe, sind teilweise echt schlecht, sehe ich gerade. Ein Achter. Das ist mein Ratsverwalter, der ist eh nicht sonderlich gut. Das ist ein Vasall, aber ich verbiete ihm trotzdem zu kämpfen, glaube ich. Hat den Krieg jetzt verloren? Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Jetzt? Hä? Ich bin jetzt auf jeden Fall mit einem Schiffchen auf dem Weg nach Spanien. Mein Nachbar. Was ist denn da? Ja, Anjo hat gewonnen, aber die sind noch immer nicht unabhängig. Sind noch immer Vasallen.
Da bin ich. Was für ein Krieg? Der 2600 Mann, aber wo sind die? Wie schaut's mit der Geschwindigkeit aus? Passt Stufe 3 bei dir? Ja, klar, es passiert dabei ja gerade eh nicht. Okay. Dann kann ich auf der Jagd gehen. Oh, im Juli. Perfekt. Oh, was ist bei mir jetzt passiert? Entschuldigung. Ja? Drina, mein Hofner. Mit ihrer Anspannung oder... Ich erhöhe was. Ja, dann erhöhe ich was. Spitze, meine Verwaltung. Es war wirklich gerade eine Interaktion, wo ich entweder plus 1 Ränke spiele oder plus 1 Verwaltung bekommen habe. Also fix eins von den beiden. Das ist cool. Mhm. Das ist vielleicht ziemlich cool, ja. Das passiert wohl, wenn du mit jemandem befreundet bist. Du, im Norden Englands gibt es eine Region mit 1400 Mann ohne Verbündeten gerade. Die haben sogar recht viele Einheiten. Okay. Und solange sie mich nicht angreifen, ist alles gut. Achso, jetzt habe ich dieses kürzlich verschifft. Den Tipp habe ich auch bekommen aus den Kommentaren raus, dass du halt nicht direkt, nachdem du anlegst, gleich angreifen sollst irgendwo. Achso, das sind meine Verbündeten. Ja, das habe ich hier letzte Runde auch rausgefunden. Oder festgestellt, sagen wir so. Ah, okay, ja. Aber das stimmt schon, ja. Das ist ein ziemlicher Minuspunkt. Das hast du schon gemerkt. Das ist echt gut, wenn du mal einfach stehen bleibst und kurz wartest. Ja. Also lieber ein bisschen weiter weg anlegen, ja. Greift jetzt gerade seine Armee an. Also ich helfe jetzt eben mit 2500 Kriegsvolk unten aus in Spanien. Mhm. Das heißt, im Worst Case kann ich oben 5000 schwache Soldaten ausheben, wenn jetzt irgendwas wäre. Bin mir da einen gesunden Lebenswandel. Ui. Mittlerer Bonus. Bin noch immer in Ordnung. Ich sag dir, ich lebe noch lange. Mhm. Gut so. Ah ja, mein Baron, der Sohn. Stimmt, der ist der Baron. Aaron, Baron und Arok? Arok? Wieso heißt meine Tochter Arok? So, dann gehen wir da jetzt mal weiter. Das gehört... Ich nicht, was will ich denn da haben? Das gehört zu niemandem. Das heißt, wir sind im Krieg mit nur denen da? Das ist ja voll wenig. Dann gehen wir da halt wieder runter. Was tut sich bei dir? Ach, ich überlege gerade, was ich so als nächstes reingebe, wo ich werde. Bei Brest zum Beispiel fehlt mir noch ein Gebäude. Brest. Ich habe da gerade überlegt, zwischen Höfe und Felder und Kaserne, ob ich jetzt mehr Geld im Monat machen möchte oder ja. Mehr Aufgebot. Aber ich glaube, ich werde aufs Geld gehen, weil ich eigentlich so nicht schlecht dastehe. Beziehungsweise nein, ich baue dort ein grünes Land, da habe ich Money Cash, Mula und ein bisschen Aufgebot. Mhm. Das habe ich eh am liebsten. Das ist ein super, super Gebäude. Muss ich nachher mal schauen. Achso, apropos, ich kann ja wieder Jagd machen. Es wäre echt cool, wenn du jedes Mal so eine Erinnerung kriegst, dass du gerade jetzt wieder eine Jagd machen kannst. Kannst du ja einstellen. Wie? Ja, es gibt doch manchmal die Option, wo du sagst, erinnere mich, wenn ich das nächste Mal eine Jagd machen kann. Wirklich? Ich glaube. Muss ich schauen. Da, du gehst auf Jagd veranstalten, bevor du startest, hast du unten das Häkchen benachrichtigen, wenn dies verfügbar ist. Ja, okay, danke, hab schon gesehen, hab schon gemacht. Deswegen denke ich mir doch. Ja, voll gut. So, ich warte jetzt mal, wo der hingeht. Okay, ein bisschen Prestige habe ich bekommen, aber so gut war es jetzt eigentlich nicht, die Jagd. Kein einziges irgendwie Ereignis oder so. Ja, ich will es gleich starten und dann sofort wieder zu Ende. Der Krieg? Ah, der verteidigt wirklich gegen wen. Achso, der mag mich schon mit 100%, da kann ich den Komplott, glaube ich, aufgeben. Die sind ja noch immer im Krieg.
Wer von den Vasallen mag mich denn nicht? Mich hassen alle, nach wie vor. Nein, gar nicht mal, das ist wirklich schon besser geworden. Was? Mich mag nur einer nicht, der Rest mag mich voll. Krass, die mögen mich auf einmal alle. Ja, cool. Wahrscheinlich haben sie Mitleid mit mir gehabt, weil meine Schwester gestorben ist. Ja. Ich helfe dem jetzt einfach noch ein bisschen belagern, weil der ist mit seiner Armee gerade abgehauen. Vielleicht bringt mir das dann noch ein paar Punkte für die Prestige. Minus 6,6 habe ich, wenn ich im Kampf bin, Prestige. Das ist schon zart. Minus was? Minus 6,6 Prestige. Ja, das ist... Wälle und Gräben. Also ich habe gerade meine Festungsstufe erhöht in der Hauptstadt. Weil wir gerade noch drüber geredet haben vorher. Jetzt ist die auf einmal auch schwanger schon wieder. Ich habe es geschafft, mit 61 noch meine 44er Frau zu schwängen. That's my boy. Dir gleich Vormundschaft anbieten. Und zwar bei ihr. Yes. Neugierig und schlau. Na gut. Komm schon. Ich mag endlich fertig sein mit dem Krieg. Wieso bin ich jetzt auf über 8000, Mann? Hat dein Ratsmarschall gerade nichts zu tun? Doch. Der macht gerade mehr Kontrolle. Das heißt eigentlich... Weil der, wenn der auf Armee organisieren stimmt. Ist, hast du ja auch wieder Plus. Ja. So, jetzt habe ich das leider schon weggeklickt, was ich gekriegt habe, aber Krieg unten ist beendet. Jetzt werde ich da oben schnell anfangen. Moment mal, ist das jetzt alles schon wieder aufgefüllt? Ziemlich. Es ist nämlich im Norden von England, da ist Jorvik, siehst du das? Norden von England, das ist zwischen das ist, die haben 1400 Mann und keine Verbündeten. Das ist richtig, das ist eigentlich auch gefundenes Fressen. Ja. Ja, weil die muss ich halt dann im Endeffekt irgendwie unterwerfen, mehr oder weniger. Weil ich sonst über der Domänengrenze bin, aber das wäre der Hammer. Aber gerade für das Wachstum in England. Kannst du schauen, vielleicht kannst du den gleich an Vasallentum anbieten. Stimmt. Das ist manchmal auch. Kann ich, aber das nimmt er nicht an. Leider. Nein, Rachel? Rachel, meine Cousine, hat mit meinem Ritter eine Affäre. Was, Rachel? Dieses allein Lustweib. Allein der Gedanke daran ist verstörend, habe ich gerade gesagt. Widerlich. So, ich muss da jetzt ehrlich gesagt schnell angreifen. Oder machen wir das im nächsten Part? Ich kann ja noch warten, bis meine Armee komplett aufgefüllt ist. Das ist immer gut. Ja. Passiert bei mir endlich mal irgendwas? Nein. Und in der Zwischenzeit schaue ich noch ganz schnell. Ich schaue ganz schnell noch, ob ich unverheiratete Ladies habe, die mir Champions an den Hof holen können. Kampf. Ja. Geschickt. Six, das ist eine Sache, die ich immer wieder vergesse. Ja, ich auch. Der ist robust. Was hat denn der? Robust hier. Oh. Der hat 26. Kann man machen. Katharina. Bring mir einen mit hohem Kampfgeschick. Er muss zeigen, welchen 45. Du nimmst, dass man da jetzt nicht irgendwie... Ich nehme mir den Kurant gern, oder wie der heißt. Ja, passt. Ich nehm Jüngere, weil die ist auch jünger. Vielleicht kriegen die noch Kinder. Ich nehme den Helgi Ölfuss. Weil der ist ein 30er. Oh, 30 ist schon brutal. Die nehmen wir noch. Kampfgeschick. Boah, der hat einen 18er Wert in Diplomatie. Ja, er ist gekommen. Hallo. Nehme ich vielleicht auch noch. Zwingen. 30er. Zwingen. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Hier hast du dein Geschenk und dann gibst du ihm ein Schwert. Das nimmst du jetzt nie wieder aus der Hand. Nie wieder. So. Ja, hat geklappt. Drei neue Champions. 26, 24, 23. Wobei, der 23er ist, glaube ich, noch gar nicht. Sehr okay, schön. Du musst dich gerade nicht mehr umschauen, wegen welchen? Ich könnte theoretisch schon noch mehr machen, aber
Schert mich gerade nicht. Na, sind gerade keine Guten mehr im Markt. Okay. Ja, sind keine Guten mehr da. Dann werden wir jetzt mal den Cut machen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und im nächsten Part werden wir, ich gehe mal auf Pause, nicht, dass die einen Verbündeten dazu kriegen in der Zwischenzeit. Im nächsten Part werde ich dann in Norden Englands angreifen. Und was machst du? Du wartest eigentlich, bis das Westfrankenreich zerfällt, oder? Ja, ich mache einfach das, was ich generell schon das ganze Let's Play am meisten mache. Warten. Warten und an dir rumfummeln. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert, ja. Es funktioniert. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.